Ich fürchte, jetzt wird es zu den ersten Überschneidungen kommen. Wir haben diese Texte alle nicht abgesprochen vorher. Und ich vermute, einige haben sie auch erst bis in die letzten Sekunden geschrieben. Von mir bitte erwarten Sie ein paar Gedanken. Ich habe das genannt, weitere Thesen zu einem Krieg, der keiner sein sollte. Ich habe schon ein paar abgeliefert Anfang April. Ich fange mit ein paar Gedichtzeilen an, um reinzukommen. Zum eigenen. Der 23. August 1939 war ein unauffälliger Tag, einer der letzten Sommertage in Frieden. Den Spaziergängern im Tiergarten, Touristen unter den Linden wandelnd, zu Besuch in Berlin, Reichshauptstadt fest im Griff der Propaganda, den verliebten Paaren in den Sperlingsbergen, Lieblingsort Mandelstams, hoch über Moskau, blieb er kaum im Gedächtnis. Flieg zurück, Seele, an den Anfang, Seele, zurück zu den Jahren der Formation, Jahren der Illusion, für Millionen an die unheimliche Schwelle, als die Drachen sich beinahe küssten, wie in Paris auf der Weltausstellung, die turmhohen Pavillons, und der Polyp-Kosmokrator unheilbringend als Schatten sich über die Massen legte. Dreh deine Runden über dem Europa der Friedenszeit, bevor die Massaker begannen, die Säuberungen im Paranoia-Gelände der neuen Arbeiterparadiese, der Arbeitslager, Großbaustellen, Hüttenwerke. In der Weltsekunde des Zitterns, wo alles möglich war, zwischen Faschismus und Kommunismus, der psychotischen Weltaufteilung in links und rechts, wie in den Schweizer Alpen, der Bartgeierkreis, denk dir die Welt von gestern noch unzerstört. Der Hitler-Stalin-Pakt von 1939 war die Ursünde des 20. Jahrhunderts, das Menetekel völkisch-bolschewistischer Großmachtpolitik, der Zusammenbruch linker und rechter Gewissheiten im Zeichen der Realpolitik. Er steht nun wieder im grellen Licht, nicht nur der Faschismusforschung. Der Pakt war weniger, wie die Legende will, eine List Stalins, um Hitler in Schach zu halten und Zeit zu gewinnen, sondern die Absprache zweier totalitärer Reichsoberhäupter zur vorläufigen Aufteilung Osteuropas und späteren Vernichtung der liberalen Demokratien. Es gibt genügend Gründe, die beiden Drachen des Totalitarismus im 20. Jahrhundert als feindliche Verbündete zu begreifen, gewaltbereite Partner auf dem Weg zu einer neuen Weltaufteilung. Dass es anders kam und aus dem Teufelspakt schließlich nichts wurde, kann den Anblick der Sonnenfinsternis, der sich damals ereignete, nicht ungeschehen machen. Die Menschheit sollte sich immer daran erinnern. Allzu lange hat der kommunistische Illusionismus wie der faschistische Technokratismus die Massen geblendet. Am Führerprinzip, an der autoritären Herrschaft haben beide geklebt. Von der Störung des Denkens zeugt bis heute die Tatsache, dass ein mutierter Homo sovieticus die Öffentlichkeit triggern konnte mit seiner Schnulze vom Kampf gegen den Nazismus, eine eiskalte Instrumentalisierung, die seine wahren Kriegsziele kaschieren soll. Die Frage, ob er selbst daran glaubt, ist so müßig wie alle Kreml-Astrologie. Nur für den Paranoiker halt hat der Kalte Krieg niemals aufgehört. Und nun zeigt sich, er kann jederzeit fortgesetzt werden mit einem heißen. Dass wir ihn nicht verhindern konnten, ist der Geschichtsblindheit vieler Politiker und Geschäftspartner im Westen zu verdanken. Unter Einsatz aller Diplomatie weigerten sie sich zu sehen, was längst sichtbar geworden war. Zeitschleife rückwärts, der Krieg in der Ukraine. Die Gesellschaften Europas sind derzeit einer Art Folter ausgesetzt. Sie erleben einen Krieg vor der Haustür, der sie unmittelbar betrifft, in den einzugreifen ihnen aber verboten ist. Sie sind gehemmt, handlungsgehemmt. Ihn zu beenden steht nicht in ihrer Macht. Ohnmächtig müssen sie der Aggression gegen ein friedliches Land, dessen Sünde darin bestand, nach Europa zu streben, zusehen, dem täglichen Sterben, der Zerstörung blühender Städte, dem Raub von Menschen und Gütern und können nur wenig dagegen tun. Sanktionen ja, aber schon die Frage der Waffenhilfe entzweit West- und Osteuropa. Dabei sind sie selber bedroht und werden vorsorglich gewarnt vor den Konsequenzen eines Eingreifens. Werden in Angst und Schrecken versetzt mit Szenarien eines Atomkrieges,
der auch ihre Städte zerstören und millionenfachen Tod bringen könnte. Ich weiß, wovon ich rede. Ich komme aus einer Stadt, die das alles erlebt hat und mit ihr ihre Bewohner, meine Vorfahren. Ich spreche nicht von Mariupol, von Cherson und Donetsk. Ich spreche von Dresden und seinem Untergang im Februar 1945, der am Ende vor allem das Schicksal der Wehrlosen war, weiblicher Volksgenossen im Nazistaat, wie meine Großmutter, damals 25 und meine Mutter 5 Jahre alt. Alles, was sie in diesen Jahren des Dritten Reiches erlebt hatten, war Folter, der permanente Ausnahmezustand, die Extremsituation als das Normale. Den Terror der NS-Diktatur, der sie als sogenannte Volksgenossen nicht unmittelbar betraf, dann aber doch mit dem von Deutschland angezettelten Krieg, die Verwandlung der Männer in Wehrmachtsmörder und die Hilflosigkeit, als diese Männer ausblieben zur Verteidigung ihres Landes. Der Großvater geriet ziemlich bald in russische Gefangenschaft. Er konnte von Glück sagen, dass er den Krieg überlebte. Die westlichen Gesellschaften sind einer Folter ausgesetzt, aber sie können sie nicht deuten, weil sie die perfide Methodik, die dahinter steckt, nicht begreifen. Anders gesagt, sie wissen nicht, wie ihnen geschieht. Der Aggressor hat sie mit dem Gift seiner Drohungen gelähmt, um ein selbstbestimmtes Handeln zu unterbinden. Die atomare Kriegsdrohung wirkt wie ein Nervengift. Das ist etwas, worauf sich die Auftraggeber der Nowitschok-Anschläge gut verstehen. Allgemeine Verunsicherung ist ein Mittel der psychologischen Kriegführung. Die Androhung von Gewalt unterminiert die Abwehrkräfte, sie erschüttert das Immunsystem, auch der Unbeteiligten. Das ist die Überlegenheit der russischen Kampfmethode. Skrupellos vorgehen, das Undenkbare tun, die Grenzen in aller Seelenruhe zu überschreiten, alle Konventionen brechen und auf Verträge pfeifen, darin zeigt sich die politische Ästhetik Russlands heute, seine radikale, gewissermaßen suprematistische Seite. In der offenen Feldschlacht gegen die Truppen der Ukraine kommt die russische Armee kaum voran. Im hybriden Krieg aber gelingen Russland immer wieder Vorstöße in die Tiefe des europäischen Raumes. Überall bilden sich 5. Kolonnen, die unterm Trommelfeuer von Moskaus Medienkrieg freiwillig oder unfreiwillig ihre Rolle spielen. Die der nützlichen Idioten. Jetzt mache ich diesen Sprung, obwohl ich ein Zitat noch gerne brauche. Wie konnte Putin, der Junge, dem die Belagerung Leningrads in den Knochen steckte, etwas anderes erträumen als eine neuerliche Allianz der Hauptmächte bei der globalen Neuaufteilung der Welt? Hatten nicht hunderte Manager im Westen ihm das Gefühl gegeben, dass man nun wieder an einem gemeinsamen Strang zog? Es war Dmitri Medvedev, für kurze Zeit Präsident, dann Ministerpräsident der Russischen Föderation, der den Traum ausplauderte. Ein gemeinsames Eurasien von Lissabon bis Wladiwostok. Das war die Vision. Und wer solche geopolitischen Visionen hat, der lässt sich nicht aufhalten. Die Nicht-Mehr-Erfahrung, Nicht-Analyse historischer Dialektik im Westen ist das Problem. Seltsam, wo die Idee doch dort erst entwickelt wurde, in Form der Hegelschen Philosophie. Aber auch Hegel hat seine Philosophie beim Auftauchen Napoleons vor seiner Jenaer Studierstube beinahe revidieren müssen. Die Dialektik ist und bleibt das größte Betriebsgeheimnis der Geschichte. Westler sind, wie sich im Moment zeigt, Wesen, die ihr Leben nur schwer im historischen Zusammenhang erfassen können. So bequem haben sie sich darin eingerichtet. Es ist, als entginge ihnen die Pointe, die immer wieder erst aus den Tiefen der Geschichte kommt, die jeweils neueste dialektische Wendung. Offenbar gelingt selbst einem Denker wie Jürgen Habermas, dem ich lange vertraut habe als einem Meisterschüler der Frankfurter Schule, der kritischen Theorie, diese letzte Drehung nicht mehr. In einem Moment, da es um die Freiheit geht, die in Europa, entscheidet er sich für die Option der Sicherheit und setzt damit alles aufs Spiel, was sein Denken, sein Lebenswerk bewirken wollte. Der offene Brief von 28 Künstlerinnen, Geisteswissenschaftlern und einem Intellektuellen, Alexander Kluge, trägt seine Handschrift, auch wenn er von Alice Schwarzer verfasst wurde, der verdienten deutschen Feministin. Dieser Brief ist ein Skandal und seine Logik fatal. In ihm wird vor der Ausweitung der Kriegszone auf ganz Europa gewarnt. Die Lieferung schwerer Waffen an die Verteidiger der Ukraine wird als Provokation des Angreifers betrachtet, als Schritt in den Dritten Weltkrieg gefürchtet. Starke Worte, diktiert von der Angst um die eigene Existenz. Das Recht des Stärkeren aber ist kein Recht.
Es ist nur die Zementierung von Unrecht aus imperialer Position. Dass die großen Fische die kleinen schlucken, geht auf eine alte Überlieferung zurück. Sie kennt aber Ausnahmen, darunter die Niederlage der großmächtigen Perser nach dem Feldzug gegen die Athener, einem Wendepunkt der europäischen Weltgeschichte. Diese Perspektive ist es, an die ich mich halte, die wechselvolle Legende von der Demokratie. Welche Perspektive sollte es sonst wohl geben? Es waren einmal die Niederlande. Aus ihren niederen Landen wuchs ein Traum, der von der Unabhängigkeit und der Selbstbestimmung, ein Sinnbild vielleicht nur, ein Gleichnis in einer Welt, die als solche verkehrt ist. Ein Traum, der auch meiner ist. In ihm bin ich wie in einer Urszene, Sigmund Freuds Terminus, befangen. Dass diese Selbstbestimmung immer wieder gefährdet ist, weiß ich aus eigener Erfahrung als jemand, der unter den Strahlen des Sowjetsterns aufwuchs. Eine Zeichnung von Peter Bruegel, dem Älteren, zeigt uns, wie es weiterging mit den Großen. Sie könnte uns Hoffnung machen, wenn wir genau hinschauen. Der große Fisch wird ein Land verenden und holländische Bauern kommen, kleine Leute aus dem nächsten Dorf, und zerlegen mit ihren Mistgabeln und Messern den großen toten Fisch, aus dessen Maul die kleinen Fische fallen, aus deren Mäulern ihrerseits noch kleinere Fische purzeln. Sollte das ein Sinnbild für den Gang der Weltgeschichte sein? Mir gefällt der Angler, der sich dem Meer zugewandt hat, als könnte nichts ihn irritieren, was da an Land geschieht. An der Angel hat er einen kleinen Fisch, Köder für einen größeren. Und dann fliegt da noch ein Fisch durch die Luft, ein Fisch mit Flügeln. Der Westen darf sich von der Großmachtpolitik autoritärer Regime nicht blockieren lassen. Er ist von diesem Krieg vor seiner Haustür überrascht worden, weil er allzu lange die falschen Strategien befolgte. Er hat seinen Anteil daran und sogar eine Mitschuld. Für die Leute im Westen, weit ab vom Schuss, ist der Krieg anscheinend nur eine Krise. Für die vom russländischen Geld, vom Öl und Gas und seinen Investitionen abhängigen Staaten ein Konflikt, dem sie abwartend beiwohnen. Für die Betroffenen selbst, die Menschen in der Ukraine, ist er die Hölle. Das Schlimmste liegt bereits hinter ihnen. Jeder kennt nun die Namen der Orte, mit denen Kriegsverbrechen verbunden sind: Irpin, Berdjansk, Butscha. Das Kriegstagebuch verzeichnet jeden Tag neue Opfer. Es sind mittlerweile Tausende, verbrannte Städte, verwüstete Landschaften, Aushungerung und Belagerung, Vergewaltigung und Plünderung. Ein Krieg, von dem der Kriegsherr Putin behauptet, Zitat, das Ziel der russischen Spezialoperation ist es, die Menschen zu schützen. Aber als Krieg ist er längst mehr als ein lokales Ereignis. Er ist ein systemischer Ringkampf, von dem der britische Faschismusforscher Paul Mason sagt, dass es in ihm, Zitat, um das Überleben des Westens als Allianz demokratischer Staaten geht und um die internationale und völkerrechtliche Ordnung selbst. Seine Ausführungen sprechen mir aus dem Herzen, Widerspruch nur in dem einen Punkt. Dort, wo er meint, wir hätten diese Situation nicht geschaffen. Doch, das haben wir. Wir, die Westler, ich als der Überläufer inklusive, der sogenannte Ostler, der die Dialektik der Verhältnisse hätte begreifen und vorhersehen müssen, wir haben die Verhältnisse durch unsere Unachtsamkeit, Bequemlichkeit, unseren konsumerischen, blinden Lebensalltag mitgeschaffen. Schlafwandlerisch haben wir uns in diese Position manövriert, die ich von Kindheit an Russlandkenner nun mit Bestürzung wahrnehme. Die Menschen mögen an den Frieden glauben, jedes Kind glaubt daran. Aber was zu tun ist, wenn der Frieden von einer gefräßigen Macht gebrochen wird, das werden wir mühsam erst wieder lernen müssen. Danke.